Yo, was geht ab, Leute? Jake ist wieder mal am Start zu einem weiteren FIFA 18 Video. Und ja, Mann, heute haben wir mal ein Foodcraft Battle am Start gegen Max. Stell dir mal vor. Yo, was geht, Leute? Ich bin Max. Ich habe die Berührung verkackt. I'll have to ask my accountant about that. Yo, was geht ab, Leute? Jake ist wieder mal am Start zu einem weiteren FIFA 18 Video. Diese Menschen sollte man. Yo, was geht ab, Leute? Jake ist wieder mal am Start zu einem weiteren FIFA 18 Video und ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Wir machen mal ein Foodcraft-Battle mit Max, der ist auch am Start, stell dich vor. Jo Leute, ich bin's Max und ich zerstöre Cenk gerne in FIFA. Jo Leute, das ist auf jeden Fall Max, der Loser überhaupt, auf jeden Fall. Stoß. Weil Max jetzt am Start ist, können wir auf jeden Fall, würde ich mal sagen, die 600 Likes verlangen für ein Foodcraft-Battle in FIFA 18. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. So Leute, wer das bessere Foodcraft hat, gewinnt und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Shing Shang Shang, wer anfängt. Okay, let's go. Shing Shang Shang. Easy, Alter. Ich darf anfangen. Ich habe echt noch kein einziges Foodcraft in FIFA 18 gemacht, deswegen bin ich richtig gespannt. Wir können hier Ikonen bekommen, etc. Informs. Ja, Mann, ich starte jetzt mal rein. Was ist unsere Formation? Und das ist, wird die... Shit. Es wird keine gute Formation. Wir müssen hier die 4-2-3-1 mitnehmen. Das gefällt mir schon mal, würde ich sagen. Ne? 4-2-3-1 und jetzt direkt mal die Ikone zum Start. Wer? Fresh, Alter. Ronaldo. Nice, ey. Wähle dein... Okay, du hast noch nicht mal die... Okay, nee. Cristiano Ronaldo nehmen wir auf jeden Fall mit, der ist safe gesetzt bei mir. So Leute, nächste Position, rechtes Mittelfeld direkt. Vielleicht haben wir irgendwie Glück und bekommen Messi. Auch wenn das relativ unwahrscheinlich ist, weil der nur auf F zu bekommen ist und Silva geht klar, oder? Silva geht klar, Stürmer machen wir straight hinterher. Und das wird ein krasser. Es wird. Oh nein! Es wird Aguero oder Griezmann. Wir müssen, ach, wir können Aguero sogar mitnehmen für den Strongling zu Silva. Ja. Nice, Alter. Das ist so lächerlich, du hast dein Glück jetzt schon. Komm, wir machen mal in der Verteidigung weiter und heben uns das Mittelfeld fürs Ende auf. Und hier bekommen wir Milner. Milner ist fresh. Kriegen wir vielleicht hier so eine BPL-Verteidigung oder so. Rechter Verteidiger in FIFA 18 und es wird... Oh, keiner passt eigentlich davon rein. Rechter Verteidiger in FIFA 18. In FIFA 18. Rechter Innenverteidiger in FIFA 18. Es wird Cahill, Alter. Nice. Cahill ist fresh. Nehmen wir direkt mit. Kann man dann gleich zu Milner rüberstellen. Ist ein Strongling. Nächster Innenverteidiger Smalling. Was habe ich für ein Glück? Ich könnte auch Hövedes mitnehmen. Na, ich nehme Smalling mit, Alter. Auf Safe. Und wir machen dann direkt den Tor. Wenn wir hier nochmal Buttoned oder so bekommen, wäre fresh. Ein englischer Keeper und die Ikone! Die Ikone! Meine allererste Ikone, die ich in FIFA 18 sozusagen habe. Es wird die russische Ikone Yashin, Alter. Und der hat so relativ freshe Werte. Ist ein 89er Keeper, Alter. Vor allem, der kann es kaum fassen, ey. Der haut schon ab. Eine Ikone, Alter. Nice. Ich finde, die sieht auch richtig geil aus. Vor allem mit diesem Schwarz-Weiß-Filter. Und somit gehen wir auch direkt ins Mittelfeld. Linker zentrale defensiver Mittelfeldspieler. Was sagst du bisher zu dem Draft, Bro? Ich habe 5 Drafts gemacht auf einem anderen Account. Und ich hatte noch nie so ein Team. Generell auch nicht. Nicht mal am Ende. Nicht mal nach den Auswechselspielen. Das ist lächerlich. Ja, nice, ne? Nice. Ich nehme hier auf jeden Fall Partey mit, damit Ronaldo auch mal seinen ersten Link bekommt. Partey. Rechter zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Der könnte krass werden und es wird Casemiro, Alter. Was ist das für ein geiles Draft bisher? Kann man direkt hier rüberstellen. Ist ein Strongling für Ronaldo und jetzt kommen wir zum allerletzten Startelf-Spieler. Wer glaubst du, wer wird's? Ja, wenn du Banega kriegst, hast du einen Link mit Aguero und Ronaldo. Banega, komm schon. Banega! Das ist doch nicht, das ist doch nicht wahr! Alter, Banega! Den nehme ich auch straight mit, ohne zu warten. Ja, guck mal, der Link ja mit allen bis auf Bernardo Silva, das ist... Und das Team ist fresh, Alter. 85er Bewertung, 79er Chemie, das ist echt krass. Mein allererstes Draft in FIFA 18. Wir kommen zu den Auswechselspielern und hier kann noch mal was krasses kommen wie Wähler. Wähler kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, Bela kann man auf jeden Fall mitnehmen, der gibt gut Chemie, würde ich sagen. Also dir fehlt nur noch ein Rechtsverteidiger, würde ich sagen. Ich würde sagen, wenn du da auf der rechten Seite komplett DPL noch hinkriegst. 86er Bewertung, 84er Schienen, nice. Wir müssten vom Ding her eigentlich nur Aguero gegen einen BBVA-Spieler austauschen. Nächster Spieler. Du kannst, auch, kannst rechts auch komplett DPL gehen, das ist das Ding. Wenn du wirklich jetzt RV und ZDM bekommst, dann wird das was. Wenn ich RV und ZDM bekomme, dann könnte das wirklich was werden. Aber wenn ich den hier bekomme, könnte es vielleicht noch besser sein. Obwohl, verändert sich an der Chemie nichts, bisher zumindest. Es wird Vasquez. Nice, Alter. Vasquez. Und ich nehme Delaney mit. Alter, ey. Warum? Ich schwöre, ich habe so gemacht. Und er macht es einfach nicht. Egal. Nächster Spieler, Vasquez, war jetzt nicht so schlimm. Wäre es Messi oder so gewesen, wäre ich hier wahrscheinlich ausgeflippt. Aber wir haben hier Payet. Payet ist fresh. So Leute, die Reservespieler sind bisher gemacht. Jetzt kommen wir zu den Auswechselspielern. Was sagst du bisher zu dem Team, Alter? Das ist lächerlich gut bisher. Aber also dir fehlt da komplett die Chemie auf der rechten Seite, aber ich glaube, das kriegst du noch hin. Ja, das wird auf jeden Fall noch krass, Alter. Vor allem wenn ich hier noch einen Willian oder Coutinho oder Neymar bekomme. Alter! Never! Okay. Das Ding ist, wenn du jetzt Bellerin nimmst, hast du halt BPL-Seite. Ah, stimmt, das ist schwierig. Nee, ich kann Neymar nicht auslassen. Den muss ich einfach mitnehmen. Kann ich bisher noch nicht einbauen, aber Neymar ist auf jeden Fall immer am Start. Und nächster Spieler war Kambu. Nice, Alter. Und Morata. Ich weiß nicht, ob Morata mir was bringt. Nee, er bringt mir nichts. Deswegen nehme ich bei Kambu mit und komme jetzt auf die 93 Chemie, Alter. Nice. So, die letzten 5 Positionen. Vielleicht bekomme ich jetzt nochmal so eine Ikone oder sowas Freshes hier. Vielleicht sogar so ein Rio Ferdinand, der würde perfekt zu Smalling und Kale passen. Also eigentlich fehlt dir nur Linksverteidiger aus der BBVA. Dann hast du's. Ein Linksverteidiger aus der BBVA, ihr habt's gehört. Aber ich krieg Donner los, die kann ich nicht einbauen bisher. Komm schon, noch 4 Spieler und jetzt kommen, glaube ich, die Verteidiger und der Torwart. Jetzt muss nochmal was Freshes kommen, wie Koke. Son, Alter, der war so OP in FIFA 17. Vielleicht ist er ja wieder so OP in diesem Teil, man weiß es nicht. Plus 5 Chemie, damit habe ich auf jeden Fall schon mal die 100 Chemie so gut wie safe. Und das wird absolut schwer für dich, ein besseres Draft zu bauen. So, nächster und vorletzter Spieler, Dani Alves oder Aurier. Ich würde sagen, wir nehmen Dani Alves mit. Und jetzt haben wir noch 2 Spieler. Wenn ich jetzt nochmal so eine Ikone oder so bekomme, das würde mich absolut freuen. Deswegen wünsche ich mir Glück. 3, 2, 1, Ikone auf Ansage, bitte. Oder auch nicht, aber Sergio Roberto, Alter, nice. Sergio Roberto passt perfekt ins Team, hat ein besseres Rating. Wir bleiben zwar noch auf einer 85er Bewertung, aber jetzt kommt nochmal der Keeper. Und der kann eigentlich nicht besser werden, aber wenn wir jetzt nochmal eine bessere bekommen, dann ist auf jeden Fall hier absolut, dann bin ich absolut am Ausrasten, aber das wird nur so ein Non-Rare Varas oder so. Sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, ich stelle jetzt nochmal ein bisschen um und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier fertig bin mit dem Team. So, mein Team ist jetzt fertig gebaut. Wir kommen auf eine 185er Bewertung, höchstwahrscheinlich mit dem Manager. Und sowas ist echt schwer zu bauen. Ich habe schon bei einigen YouTuber vorbeigeschaut. Manche schaffen es nicht mehr auf eine 185. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt den Manager und schauen, ob wir auf die 100 Chemie kommen. La Liga Santander ist auf jeden Fall am Start. Und das ist die 100 Chemie, den wir auf Straight mit. Wir gucken nochmal hier. Ja, nur nochmal einen falschen mit. Das kann auf jeden Fall nicht besser werden. La Liga Santander. Ich guck nochmal, 185er Bewertung, Ronaldo Ikone, alles am Start gewesen. Absolut freshes erstes Food Draft, wenn ihr sowas feiert, auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da lassen. 185er Food Draft und jetzt würde ich sagen, kannst du mal nachlegen. Ich kann nur eins sagen, 185 ist absolutes Average hier momentan in FIFA 18, auch weil einfach die Informs fehlen. Und ich glaube, das kann ich machen. Okay Leute, jetzt ist Max dran mit seinem Draft und er hat jetzt schon mal die Formation zum Auswählen. Und ich nehme auf jeden Fall die 3-4-3, weil wir kennen das ja, 2 Flügel sind immer super. Und als Kapitän bekomme ich direkt... Oh, Digga, auch Ronaldo! Nice, Mann, nice, Mann, nice, Mann. Das geht auf jeden Fall jetzt richtig ab, Digga. Okay, Suarez. Ja, nimm mal den Haar mit vom HSV. Oh, moin, Digga. Auch wenn ich HSV-Fan bin, nehme ich hier auf jeden Fall Leon und rechts... Guck, Messi! Das ist richtig gut, Mann. Ich habe gesagt, ich schlag dich. Und jetzt komm hinterher, mach irgendwas Gutes. Ja, ich nehme auf jeden Fall mal Rest mit hier jetzt erstmal. ZM. Das wird gut, das wird. Das ist unglaublich. Toni Kroos, Messi und Ronaldo. 3. Digga, Digga. 90 plus Rated Spieler und dann noch Silva als Inform. Der linkt sich auch noch mit Mahrez. Alter. Das ist ja so nice.
Ja, noch ein Vitolo oder ein Gaetan. Ja, ich kann gar nicht mehr ausrasten, ich find's einfach nur lustig. Ja, nice, ne? Fuck, jetzt bin ich drüber. Ich bin so schlecht mit kommentieren, muss ich nicht sagen. In der Tat. Ich nehme auf jeden Fall erstmal... Ah, das ist schwer. Weil ich glaube einfach, wir haben halt auch nicht mal BBL. Ich kann mich nicht mehr zwischen BBL oder was anderem entscheiden. Deswegen gehe ich, glaube ich, einfach mit dem... Ich gehe mit Fährmann. Ich gehe auf jeden Fall mit Fährmann. Und jetzt das nächste Endverteidiger. Ja, Wackler. 91 Pace! Was? Ach, was? Ja, moin. Was ist bei dem los? Ja, und jetzt, komm schon. Jawohl, das ist gut. Ich glaube, ich nehme Kriminelles mit, weil der hat einen besseren Link einfach zu Gaetan. Perfekt, perfekt. 86er Bewertung, mein Freund. Da, Ende Gelände. Er jawohl. Macht direkt den Tor, weil er geht geil zu den Reservespielern. Er macht einfach direkt Rulli. Hä, was denn? Rulli, die Legende in Jogginghose, habe ich gehört. Perfekt, 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 perfekt. Das wird gut, der wird gut. Nein, so ein Dreck. Ich hatte echt schon Angst, dass jetzt irgendwie eine Ikone oder so kommt, ja, dann wäre ich echt. Ich glaube, ich nehme Mario Gaspar einfach mit. Ja, Mario Gaspar wird genommen und ich packe den hier einfach hin. Perfekt. 94-86. Masche ran. Ich habe so ein Glück, das ist unglaublich. Nächster Spieler. Bro. Nächster Spieler. Martha oder Son, wen nimmst du mit? Oh ja, ich nehme. Ja, ganz klar, Martha. Der passt auch besser zu David Silva, falls es mal hochkommen sollte, ne? 185. Ich brauche nur noch ein bisschen Rating. Einfach in Suarez jetzt. Einfach jetzt in Suarez reinhauen. Ja. Er nimmt ihn mit, anstatt er den höchsten Rated. Highest Rated. Ja, falls ich doch irgendwie komplett auf BVA umsteige. Und jetzt krieg ich so eine Scheiße. 184, nein. Jetzt wird spannend, Leute. Ich war auf einer 185, er ist jetzt auf einer 184er. Da ist Kimmich als Rechtsverteidiger. Der hat richtig stark gegen Bayern gespielt, finde ich. Einer gegen der besten. Bayern. Gegen PSG. Danke, dass du dich verbesserst. Auf jeden Fall, der hat richtig stark gegen PSG gespielt, finde ich. Und dort ist Lukaku. Jawohl! Und Aspas. Nice. Jetzt schon eine 85, komm. Das gibt's doch nicht. Next. Okay, Digga. One. Es wird Sané, Alter, der 94 Pace. Jawohl. Der hat sich so gesteigert von 185, ich hab wieder 185. Er hat die 185 Doyle Peo oder wieder ausgesprochen wird. Ich weiß nicht. Auch noch hinter, ja. Nee, ich lass erstmal so. Jetzt sind es noch zwei komm Positionen. Komm schon. Einmal Feguli wahrscheinlich. So ein Müll. Und wer wird der letzte Spieler? Ikone auf Ansage. Oh Mann. Wähler. Okay, ich würde sagen, du versuchst jetzt noch ein bisschen rumzubasteln hier. Vielleicht kommst du auf eine 186. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt mein Bestes gegeben. Wir haben auf jeden Fall eine 186er. Das habe ich aber gerade mit dem Bug hier gemacht. Das heißt, es zählt noch nicht. Auf jeden Fall brauche ich jetzt hier einen richtigen Manager. Und dann habe ich auf jeden Fall gewonnen. Okay, such jetzt einfach mal den Manager. Vielleicht kommst du auf die 100, Schmie. Ich hoffe mal nicht. Vielleicht hast du einfach richtig viel Pech. Und das sieht gut aus. Das. Nein, da liegt 1, 2, 3. Bitte. Wir gehen nacheinander durch, ganz ruhig. Bisher gibt keiner Chemie, aber ich habe etwas Angst, dass der letzte Manager die 100 voll macht. Oh mein Gott, er kommt auf 99 Chemie. Vielleicht findet er noch einen Chemiepunkt. Ansonsten geht's hier unentschieden aus. Weißt du, ich gebe ihnen hier wieder den Tipp und so. Tauschen wir mal zwei Spieler zur. Um zu gucken, ob es wirklich so ist. Ja, er hat die 186er erreicht. Jawohl, das heißt, Mann! Er hat dieses erste Food Draft Battle gegen mich gewonnen. Ja, was soll man dazu sagen? Du hast auf jeden Fall noch das Wort. Ja, ich besiege ihn halt immer, deswegen. Mehr braucht man da gar nicht sagen. Okay, Leute, das war's von diesem Food Draft Battle. Mein erstes in FIFA 18. Dafür auf jeden Fall nochmal ein Like da lassen. Und. Wenn ihr Bock habt auf mehr Videos mit Max, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Sein Insta, mein Insta und sein Snapchat und mein Snapchat sind nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich habe natürlich klar gewonnen. Was auch sonst. Und ich hoffe, ihr lasst ein Like da dafür, dass ihr seid, dass ich nächstes Mal wieder da bin. Genau, und abonniert nochmal meinen Channel, das würde mich freuen. Wir sind knapp an den 10.000 dran, schon irgendwie relativ lange. Und ihr macht mir die 10.000 nicht voll. Haut jetzt mal rein, Alter. Sagt euren Freunden, dass ich einen YouTube-Channel habe. Zeigt meine Videos etc. Und ich würde sagen, damit sind wir raus. Haut rein, Leute. Peace. Ciao.